Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge über Karte Emo Thüringen 2.0 Version 2.000. Ja, wir machen noch weiter und wir machen den Rest Aussaat fertig. Sobald der erste meldet, er ist fertig, dann gehe ich mit dem bei und mache die Restarbeiten. Kartoffeln, die Ecke da oben und die großen Ecken. Ja, es ist noch nicht trocken für die Ernte von Gerste. Will ein bisschen warten. Aber ich sag mal so, das wird schon werden. Ja, also immer Geduld. Heißt die Devise hier. Das Bein brechen können wir sowieso nichts. Ich glaube, der ist gleich fertig. Ja, sieht auch aus, obwohl er schon fertig ist. Da lass ich mal den Willen, ne? Kommt die Meldung, ist fertig, das kann sein, wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich. 000. 000. Verdammt. So. Entlassen. Und jetzt geht das los, nacharbeiten. VW. Die brauchen fürs Wenden immer länger als für die Fläche. Aber gut, das ist halt so, ne? So, machen wir gleich die Ecke hier. Mit Gras. Die Spitzen hier. So. Ja, zur nächsten Ecke fahren. So, wenn der fertig ist nachher, gut, dann muss ich eingreifen. Sobald der erste meldet, blockig, muss ich kurz eingreifen und den entlasten und beiseite fahren. So, machen wir auch gleich mit hier. Dann kann ich in Zukunft mal Gras wachsen. Oben ist wichtig, dass der Punkt gelb ist. Guck, der erste mal Blocking. Ja, schon richtig gewesen. Achso, man muss warten, deswegen. Hier muss man nicht notwendig, hier muss man hoch machen. Mit Lohnzahl und Null, das verstehe ich nicht, aber gut. Das macht auch der Marsch auch. Also muss mit Allrise noch hängen. Ich muss mal wieder runternehmen in so einem Programm. Das brauche ich ja so nicht. Braucht man nur, wenn man Missionen machen will. Ja, dann ist ganz praktisch. Aber so. Hat man die Kurse ein bisschen eingefahren hier. Gab es keine zum Runterladen, ne? Also keine gefunden oder keine, über keine gestolpert. Ja. Entlassen. X und zur Straße fahren. Zur Straße, nicht auf die Straße. Jetzt machen wir hier beides ab hier. Da gehen wir den hier rein hier. Ja, der wartet, bis der andere entsprechend seine Spur gefunden hat und dann geht das weiter, ne? Wie gesagt, diese letzte Ecke ist mal recht kurz und da das Wendermanöver dauert immer sehr lange. Oh, oh, ja gut. Oh, wird mal knapp. Denkst du auch, na? Wird er jetzt entsprechend wenden oder nicht? Eingreifen kannst du ja auch nicht in dem Sinne. In dem Moment, wo du eingreifst, fährt der andere weiter. Ja, Dünger geht gut drauf, ne? Also fast über die Hälfte. Ne?
Der Tauchel hätte natürlich nicht gereicht, ne? Die Fläche. Das wäre, soll ich sagen, ungünstig. Hätten wir unsere Saatgut nach auffüllen müssen. Fahren wir auch aufs Feldrand und dann können wir in aller Ruhe zurückfahren. Mal gucken, ob die Status reparaturmäßig. Und das geht noch. Der könnte bis zum Schluss fahren. Den hält er entsprechend an. So. B und V. Können wir hochnehmen. Unkraut, lass mal sprießen. Das macht nichts. So, jetzt fahren wir zur nächsten Ecke und dann zu unserer, ja, Kartoffelaktion, ne? Machen wir weg. Gibt noch Mais, wollen wir noch holen. Entschuldigung. So, V. Dann machen wir hier ein bisschen Gras. Hier hat er gepflügt, ne? Nur staunen. Aber über der Aussaat nicht. Kann auch sein, dass ich mal gepflügt habe und über der Aussaat nie dahin kam. So mit Mais auch nicht, also. Oh, Feld ist fertig. Bis auf meine Restarbeiten noch. So, da vorne ist eine Spitze, die wir machen können. Die sieht komisch aus. Wenn hier Mais gestanden ist, das kann sein. Wenn der Mais gestanden hat, dann ist da meistens noch Düngestufe von davor. Ah, hier sind unsere Kartoffeln. Die machen wir gleich weg. Und eine Spitze, die nicht gemacht wurde. Warum auch immer. Liegt wahrscheinlich an der Form des Feldes. Aber ich habe schon mal geschafft, beim Maisaussaat eine komplette Bahn mit Gerste auszusehen, ne? Da habe ich nachher im Prinzip denselben Kurs und mal fahren lassen mit Mais auf derselben Spur. Und bis auf wenige Samen von Gerste ist es im Großen und Ganzen weggegangen. So, fertig. Oder? Kurz schauen. Ja, die Ränder sind einfach so. Das ist überall ein paar Stellen. So, gut. Fahren wir zum Feldrand. Und dann nehmen wir mal den ersten, der noch steht, der meldet ist. Den fahren wir gleich weg. So. Dann geben wir mal kurz rein. Und den da. Naja, das wissen wir noch nicht gemacht. Das kann man aber entgegenwirken, indem man die Arbeitsbreite von 15 Meter auf 14,5 nimmt. Dann hat er überall gesät. So, jetzt fahren wir zurück. Normalerweise müsste das Zusammenklappen ohne Motor halt nicht funktionieren, weil das geht über Hydraulik und über Hydraulik braucht die Motorkraft. Da wird nur laufen, wenn der Motor läuft, weil sonst über die Batterie den Motor zu betreiben auf Dauer wäre, glaube ich, nicht vorgesehen. Aber das weiß ich nicht genau. Mag ja heute ein bisschen anders sein, dass Batterien mehr Leistung haben, dass es auch so laufen wird, aber denk mal, wenn der Strom hat nur volle Leistung, wenn der Motor läuft. Ich habe also gesehen, wenn die abkippen, dass die mal kurz auch mit dem Gas gehen, dass die auf Umdrehungszahl kommen, dass sie entsprechend
schnell hochläuft. So, jetzt kann der Gras, ne, wachsen. So, was macht die Maschine? 4 Cent. Das ist gut, das reicht aus. Immer noch nass. Immer noch nass. Wenn wir nichts tun können, dann werden wir die Tiere versorgen. Also meine Ernte. Ansonsten die Sämaschinen brauchen wir später sowieso noch wieder. Lass mich kurz überlegen, wir haben jetzt früher Herbst, also die Aussaat soll ich noch ein bisschen warten. Aber wir können vorbereiten nachher für Feld Nummer 60 zum Beispiel oder die beiden. Aber da müssen wir nicht alle vier arbeiten, ne? Also da reicht bei 48 und 49 hier einer aus. Für Raps habe ich gesagt. Aber wie gesagt, das ist heute nicht so wichtig. Ich habe nur gehofft mit Gras, dass wir vielleicht noch mal einmal mähen können. Gut, dann müsste ich Mähwerk kaufen, 2 Stück mindestens, Ballen pressen, auch 2 Stück. Da muss ich mal schauen. Zur Not mieten oder den Krone nehmen und dann einnehmen und entsprechend also einpressen, ist ein bisschen sehr aufwendig. Ne? Wir können ja auch mit Krone verwandt arbeiten, das heißt, man die eine Spur macht und dann die andere Spur. Ja, geht ja relativ zügig. Bei dem, ja, muss ich mal sehen. Den Kurs werden wir gleich löschen, den brauchen wir nicht mehr. Gute Zeit. Wüste. Oh! Ja, da können wir doch so fahren. Ja, könnten wir theoretisch vorbereiten. Die erste. Ja, gut, wird ein bisschen dauern, aber es müsste bald soweit sein. Und die erste Silage eine BGA kippen können, ne? Dann können wir unser erstes ein bisschen Geld verdienen in diesem Jahr. Und zumindest die Schulden ansatzweise anfangen zurückzuzahlen. Und zur Zeit haben wir keine Einnahmen. Also wir könnten zwar Getreide verkaufen, aber wie gesagt, die Preise sind dazu jetzt eigentlich im Keller. Ich würde nur verkaufen, wenn ich unbedingt Geld brauchen würde für Geräte, also wenn wir so Gras pressen müssten. Also wenn wir noch eine Ernte einfahren könnten mit Gras, ist es vielleicht würde es was bringen, ne? Aber ansonsten was anschaffen unbedingt, nein, jetzt nicht. Jetzt kommen wir hier nicht rum, so gar nicht. So. Oh ja, einen dritten Versuch. Mehr schräger als nichts, ne? So. Das stört. Hat aber hier schöne Kurven reingezaubert, ne? Ich war beim Friseur, hab mir die Haare schneiden lassen. Alles gut, ne? Das war ja schon eine Katastrophe. So, jetzt ist es, ja, Nullzahlung, ja. Wenn ich dran denke, muss ich mal Outdrive mal deaktivieren. Also nur im Mod-Ordner den Haken wegnehmen, ob das dann nachher wieder erscheint.
Herausforderung. Müssen wir mal schauen. So, Tank, sieht gut aus. So, schön einschlagen. Ob wir auch da reinkommen in der zweiten Buchte. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal Tschüss, ciao, ciao. Und man hört uns sicher dann zur nächsten Folge vielleicht wieder. Tschüss. Und dann geht die Ente los. Ist trocken geworden. Tschüss.